Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Normalerweise habe ich in den vergangenen Wochen eher mit Shorts hantiert. Heute gibt es ein ausführlicheres Video, denn unser Thema heißt Frikadellen. Und so schwer es auch klingen mag, ich zeige euch heute, wie ihr ganz easy Frikadellen wie von Mutti auch zu Hause hinbekommen könnt. Die Zutaten für unsere Frikadellen findet ihr natürlich in den Kommentaren und in der Videobeschreibung. Zuerst nehmen wir uns eine Schüssel und geben das Hackfleisch hinzu. Im nächsten Schritt würzen wir das Ganze. Wir geben Senf, Paprikapulver, ein bisschen Kräuter sowie ordentlich Salz und Pfeffer hinzu. Als Geheimtipp gebe ich immer noch einen Teelöffel Gemüsebrühe hinzu. Im nächsten Schritt kommt ein ganzes Ei hinein. Und wir nehmen uns eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe und schneiden diese so fein wie es geht runter. Noch ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr Knoblauch schneiden wollt, drückt ihn vorher unbedingt ein. Die Schale lässt sich so wunderbar entfernen. Haben wir das Ganze dann in der Pfanne goldbraun angebraten, geben wir es in unsere Hackmasse vollkommen hinzu und wir nehmen uns im nächsten Schritt ein altes Brötchen und schneiden es in circa gleich große Würfel, bevor wir uns dann eine Schüssel mit Milch holen, indem wir unsere Brotstücke eintränken. Wichtig, holt hier wirklich Milch und kein Wasser. Es gibt deutlich mehr Geschmack ab und das brauchen wir in unserer Frikadelle. Unser getränktes Brötchen geben wir auch in die Masse hinzu. Und im nächsten Schritt können wir unsere Hackmasse dann auch einmal schön durchformen. Haben wir die Hackmasse nun gut durchgeknetet, können wir unsere Hände ein bisschen mit kaltem Wasser befeuchten. Das hilft uns beim Abformen unserer Frikadellen. Das Ganze dauert dann ein paar Minuten und wenn wir das sorgfältig gemacht haben, sehen unsere Frikadellen in etwa so aus und wir können uns im Folgenden um unsere kleine Beilage kümmern. Als Beilage habe ich mich heute für Rosmarinkartoffeln entschieden. Es gibt etliche Varianten von Beilagen, die ihr hier verwenden könntet. Ich habe mich heute für Rosmarinkartoffeln entschieden, weil sie einfach und richtig geil sind. Wir schneiden Kartoffeln, geben ein bisschen Öl und Rosmarin hinzu, schütteln das Ganze einmal durch und verteilen die dann auf einem Backblech. Wir würzen das Ganze noch einmal ordentlich mit Salz und Pfeffer und geben noch ein bisschen Olivenöl obendrauf. Und dann heißt es ab in den Ofen bei 200 Grad. Während unsere Beilage im Ofen selbst fertig wird, kümmern wir uns um die Buletten. Wir geben Butter in eine Pfanne und braten sie an. Wichtig ist, nicht direkt rumdrehen, damit unsere Buletten auch eine schöne Farbe bekommen. Haben wir beide Seiten nun goldbraun angebraten, reduzieren wir im nächsten Schritt die Hitze und geben den Topf auf die Pfanne und lassen sie fertig garen. Wir nehmen uns einen Teller und können nun schon auch anrichten. Zwei Buletten, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mehr essen. Und natürlich dürfen auch jetzt unsere Beilage nicht fehlen. Sie ist fertig, unsere Rosmarinkartoffeln geben wir mit hinzu. Und fertig sind eure Frikadellen wie von Mutti. Der Test zeigt, sie sind von innen super saftig und einfach verdammt lecker. Und so easy kriegt auch ihr zu Hause Frikadellen wie von Mutti hin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ihr würdet mich wahnsinnig damit unterstützen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.